Willkommen zurück zu Miitopia! Wir sind hier in dieser Villa stehen geblieben und sind tatsächlich schon fast fertig. Es fehlt nur noch dieses Level und wahrscheinlich dann nur noch das dort oben, wo wir hin sollen. So, was gibt's denn hier? Ah, natürlich wieder weitere Wege, damit das hier noch länger dauert, denn die Villa war tatsächlich gar nicht mal lange. Also, eigentlich überhaupt nicht lange. Aber ich mag die Villa tatsächlich. Ich finde die Musik hier cool, ich finde die Umgebung cool, ich finde die Gegnerauswahl auch ganz cool. Also ja, beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger, würde ich sagen. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir heute in dieser Folge so erreichen werden. Ich denke mal, dass wir nach dieser Quest noch ein oder zwei weitere haben. Ich habe es gerade wieder vergessen. Eins oder zwei weitere haben wir noch. Also wir sind auf jeden Fall bald fertig mit den Quests und dann können wir endlich das Finale machen. Und dann vielleicht irgendwann mal die Afterstory. Ich mache aber auf jeden Fall nach dem Finale erstmal ein bisschen Pause. Weil nonstop Miitopia spielen ist dann auch nicht so so prickelnd. Okay, zumindest ist das Level hier nicht so lang. Duck, 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 duck. Oh nein, jemand krank! Ja, wer denn bitte auch sonst? Wer bitte auch sonst? Also, wenn das irgendwen wundert, dann, keine Ahnung, kann man nicht mehr helfen. Oh, Miku hat ein Geschenk für Igitt? Ui, was denn? Ein Plüschpferdchen. Okay. Können die sich ja auch eigentlich nicht freuen bei Geschenken? Weil da steht ja immer extra noch drauf, er hat sich gefreut. Aber gut, was für ein Geschenk sollte man sich denn nicht freuen? Ich meine, hey, du hast ein Geschenk bekommen. Ist doch cool. Uff. Diese Haare. Also die Haare sehen selber cool aus, aber definitiv nicht für Danny. Nein, passt überhaupt nicht. Da kann ich auch was kaufen. Hier, Steinkluft. Wahrscheinlich noch so ein uraltes Kostüm, weil es so billig ist. Ja, wahrscheinlich ist das nicht mein Stats-Up, oder? War das ist ein Stats-Up? Dein Ernst? Okay, ja, nehme ich an. Habe ich gekauft, nehme ich an. How? Seltsam. Superkittel kann ich auch noch leisten. Das sieht ziemlich langweilig aus, um ehrlich zu sein. Hier, hast du Muckis, hast du so ein Sixpack-Kostüm unter deinem Kostüm, lol. Perfekt. Alter, wie viel Essen ich habe, habe ich gerade gesehen. Irgendwann muss ich das mal alles essen, ne? Irgendwann muss ich das Ganze essen. Machen wir das Ganze am Ende des Plays, würde ich sagen. Du kannst ziemlich stur sein, Danny. Nein, stimmt gar nicht. Ha, ein klassisches Beispiel deiner Sturheit. Nein, stimmt gar nicht! Ach, aber schlau bist du. Nein, stimmt gar nicht! Ha, reingelegt. Lul, trollol. Eine Truhe. Mit Money. Nein. Level up für Freddy! Pikante Party gelernt. Füttere das Team scharf. Flammen werden bald alle Gegner umhüllen. Cool. Und Level up für Michael! Aber sie lernt leider nichts dazu. So, Danny kriegt auch nochmal ein Level up. Aber er lernt auch nichts dazu. Schade. Wirklich schade. Ja, und das war dieses Level hier. Ich hab's nochmal durchgespielt. So wie basically jedes einzelne Level. Und hier kriegt auch nochmal ein paar Level ups. 14, super. Und 6. Ein bisschen wenig. Müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Aber mit vielen ist da noch wenig. Oh, ich will mal nach Young Mike sehen. Okay. Dann move ich dich nach oben. Zack, kann Danny ein bisschen mit Bunny reden, ne? Welchen Level sind die? Zwei nur. Ja, dann redet auf jeden Fall miteinander. Wie fühlst du dich? Schon viel besser. Das war eigentlich dir. Cool. Na dann? Ich bin wirklich am Überlegen, wann verteile ich das Essen? Das ist richtig viel Essen. Wollen wir da mal kurz reinschauen? Ich will zumindest die neuen Sachen mal zeigen.
Ja. Oh Mann. 269 Esssachen. Ja, wir haben neue Sachen. Die gucken wir uns kurz mal an, würde ich sagen. Wuffbrötchen, Schälchen, Schälchen. Warm und weich, wie ein echter Wauwau. Riecht aber viel besser. Na dann. Teufelsshake. Mit diesen Proteinen ist der Muskelaufbau nicht so höllisch schwer. Ja. Hier gibt es irgendwelche random Dudes hier. Mäusesnack, Doppelsternchen. Die Deko soll ein Mäuseschwanz sein. Sieht aus wie eine Kirsche. Aha. Hammer-Tata. Wer hätte gedacht, dass es an einem Geist so viel Fleisch ist? Ja, ist eine gute Frage. Flammen-Chili-Sternchen, so heiß, du senkst dir die Nasenhaare an, wenn du daran riechst. Nicht so gut. Aber es schmeckt. Flammen-Chili, wie der Name schon sagt, dieses Chili isst man heiß. Ja, war vielleicht ein bisschen zu heiß. Kunstgebäck, auf dem Keks ist ein Gesicht. Ist du eine Nase oder Augen zuerst? Ah, der war gut. Okay. Ja, ein bisschen was Neues gezeigt vom Essen. So, wir wechseln mal kurz unser Team aus. Jetzt sind ja alle Level 20. Genau, das ist mein Ziel. Fürs Finale alle Level 20 bringen. Oh, warte, ihr seid schon Level 20 alle. Oh. Ja, dann, ja, dann machen wir das mal. Ja, gut, warte. Ja, ich kann ihn einfach so lassen. Komm, egal. Lassen wir die im Team. Ich sehe gerade, alle sind schon Level 20. Und dann kann ich sie einfach nur aus Bonus auf Level 21 bringen. So, und jetzt. Boss. Wofür wir hier sind. Er ist hier irgendwo. Alle sind hier so nett. Aber klar sind wir das. Was bist du? Ah, der Geist. Los geht's. Das war voll das coole Design. Jeden hat voll das coole Design, finde ich. Erinnere mich so ein bisschen an diese eine, an diesen einen Hut aus Mario Party 8, wenn ihr wisst, was ich meine. Plop-Puppe. Sieht cool aus. I like it. Trotzdem musst du sterben! Du bist ein böser Plagegeist! Pass auf, Danny! Ja, geht doch. Oh oh, was passiert? Nichts? Okay, warte, ein Damage gemacht. Ja, heilst dich, gut. Alle machen Damage! Oh ne, es ist nur extra Heilung. Ja, gut, es sind doch eigentlich fast alle voll geheilt. Dass jetzt sich so sehr gelohnt hat, weiß ich jetzt nicht. Komm, Reitangriff 2 soll mal richtig schön Damage machen. Bam! Ja, hat auf jeden Fall schön Damage gemacht. Ha! Doppelhieb! Mhm. Ja, ein bisschen Essen für alle. Schaut mal, jetzt wo Freddy so hoch gelevelt ist, ist er wirklich sehr, sehr nützlich. Jetzt habe ich ihn gerne im Team. Oha! Wow, war ich das mit dem Damage? Wir machen ja richtig viel Damage gegen das Ding. Oh. Was zum... Hey, nicht! Was macht er da mit mir? Ich bin doch keine Ragdoll! Ah. Hat jemand eine Physik-Gun? Nein? Schade. Doppelhieb. Und das war's. Da drunter war ein Skelett. Cool, aber ich finde es nicht so cool. Puppenpfeffer. Okay. Ach du meine Güte, war das eine Gruseltour. Aber jetzt habe ich mein Haus zurück. Ha, zur Belohnung, wie wäre es hiermit? Das war eigentlich ein Familienerbstück, aber ich finde, du hast es verdient. Fleder-Amulett erhalten. Okay. Also dann, auf Wiedersehen. Wofür werden wir denn das gebrauchen? Hä? Aber das ist jetzt kein Juwel oder sowas, was wir brauchen, oder? Hä? Oder? Ist das eines der Juwelen, die wir brauchen? Hä? Das Federamulett hat angefangen zu leuchten. Die Macht des Horst! Vampirkräfte erwachen! Du kannst deine Klasse nun in Vampir ändern. Was? Ho, ho, ho! Eine neue Kraft ist erwacht! Du kannst jetzt die Klasse Vampir auswählen. Damit gebietest du über die Macht der Untoten. Okay. Du kannst jetzt die Klasse Vampir wählen. Die Klasse wechselst du über diese Menüoption Team. Also, worauf wartest du noch? Oh, cool. Vielleicht wird da ja bald in der After-Story
jemand kommen, der ein Vampir sein wird. Vielleicht ein Freund von dem Villager? Ha! Wer weiß? Puppenpfeffer, Doppelsternchen, schärfste Schote von Mitopia, nur für die tapfersten Esser. Hier, Freddy, du. Kurzschluss. Mist. Nein, nicht. Hätte ja sein können, dass es ihm schmeckt. Dann halt nicht. Okay, welche Quest machen wir als nächstes? Wie viele fehlen denn jetzt noch? Ich bin gerade voll verwirrt. Irgendwie... Uns fehlen doch noch so 3 Juwelen oder so. Es gibt nicht mal 3 Quests. Ich bin mir sicher, dass es weniger als 3 Quests noch gibt. Also es gibt noch hier den hier. Hi. Was bist du? Okay. Okay, 2 Quests gibt's noch. Endlich kann ich wieder meinen Sarg. Super. Du bist Level 21. Leicht. Und du... auch. Ja. Na gut, dann machen wir den einfach zuerst. Verwegener Dieb, Link. Achso, soll Link darstellen. Ja, gut. Ja, ich sehe es so ein bisschen. Ha! Glaubst du, du könntest mir behilflich sein? Es geht um meinen Freund, Apur. Das ist nicht gestaged. Ich schwör's euch, das ist nicht gestaged. Ha! Die ist jetzt am Juwelen langgezogen. Und dann ist es passiert. Plötzlich flog ein riesiges Monster aus dem Nichts heran. Dieses Ungetüm hat ihn einfach entführt. Ich war so geschockt, dass ich Hals über Kopf geflohen bin. Passt überhaupt nicht zu mir, ich weiß. Kannst du helfen, aber Red zu retten? Er muss deine neue Yeezy-Sammlung zeigen. Ich kann das nicht alleine. Link, du sammelst Yeezys? Ja, also, ich will nicht drüber reden. Okay, der Ort dieses grausigen Ereignisses war die eisige Höhle. Na dann? Oh, danke, vielen Dank! Ich glaube, das Ding ist in Richtung Puderhöhen geflogen. Bitte rette meinen Freund! Seit wann bist du befreundet mit Apo Red? Was macht der hier? Oh nein. Ich möchte keinen Fake-Prank mit Apo Red aufnehmen, bitte nicht. Okay, da unten. Das heißt, wahrscheinlich die andere Quest geht dann da nach oben. Okay, hundertprozentig geht das dahin. Da hier rechts sieht man sogar die Linie. Okay, gehen wir in die Höhle. Die nächsten Folgen werden eisig. Zumindest diese und die nächste wahrscheinlich. Weiß nicht, ob wir die letzte Quest noch danach schaffen. Oh. Huch. Verflix. Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nicht, wir sollten einfach weitergehen. Alles klar. So ein Level wird das mal wieder. Hoffentlich das letzte. Oh. Das ist schön. Ich mag ja Schnee und dann einfach so im Schnee chillen. Schon nice. Okay, ich glaube, die Welt könnte mir sehr, sehr gefallen. Ja, komm, beeilt euch. Ja, ja. Oh, 2 Level sogar. Level 17 jetzt. Es ist immer gut, wenn die mit dem Pferd leveln. Also, ich lasse es einfach drin, weil warum nicht? Mit dem Pferd zu leveln ist eigentlich immer gut. Komm, wir gehen mal ein bisschen essen. Wer hat noch nicht probiert? Wir sind ja jetzt nur noch 5 Leute. Und beim anderen Team wahrscheinlich auch nur noch 5. So, das hat noch niemand probiert. Das kannst du ja probieren. Warum nicht? Hat schon jeder. Ihr noch nicht. Ich glaube, das machen wir jetzt die nächsten paar Folgen wieder. Mit dem ganzen Probieren. Ich muss mein Essen loswerden, okay? Ich verstehe das nicht. Du bist schon satt, dann kannst du ja probieren. Zappel ruhig rum. Hat schon jeder. Du bist noch nicht satt. Schade. Du kannst das probieren. Auch nicht, schade. Und dann du noch. Und dann reicht's. Ist chillig, wenn da nur so 5 Leute sind und nicht 10 Leute, die du füttern musst. So ist es chilliger. Haha, chillig, Eis. Ja, machen wir es einfach so. Maike ist nur Level 3 mit Miku. Das ist wenig. Das müssen wir ändern. Das geht so nicht. Blip. Okay, let's go. Wir müssen nach ganz oben. Eisige Höhle.
Cool. Das sah übrigens vorhin in der Cutscene, als wir uns getrennt haben, so aus, als würden wir rutschen. Wie erscheint das dann nicht mehr so? Schade. Wäre lustig, wenn man hier so rutscht und dann rutscht man manchmal raus und kriegt Damage. Haha, funny Mike. Vielleicht nicht so gut für uns, aber wäre trotzdem lustig. Kommen hier die ganz normalen Gegner oder sind das stärkere Versionen? Weil die ganz normalen wären ein bisschen schwach, finde ich. Die sind ja schon so 10 Folgen alt oder so. Keine Ahnung. Okay, ciao. Hä? Wo ist Jesus? Ja, Jesus hat keinen Bock, mit uns gegen Pfirsich-Gelees zu kämpfen. Ja, kann ich natürlich verstehen, ne? Wer möchte gegen ein Pfirsich-Gelee kämpfen? Na, wir wollen die Erfahrung. Ja, die Jesus trotzdem bekommen hat, wie ich gerade gesehen habe. Okay, unfair. Hat er nicht verdient, aber naja. Besser ist, wenn er ein bisschen Erfahrung bekommt. Der ist ja am wenigsten gelevelt. Theoretisch vom Level her das schlechteste von uns. Aber wie sieht's praktisch aus? Könnt ja ganz gut reinhauen und gut helfen. Eine Truhe mit ganz viel Essen. Hoffentlich nicht so viel Neues. Muss ja nicht sein. Ja, die können alle sich nicht kennenlernen, leider. Weil ich habe jetzt Angst, wenn ich irgendwas move, dass dann die anderen irgendwie random eingeteilt werden. Da habe ich jetzt keine große Lust drauf, um ehrlich zu sein. Ja, also lassen wir es einfach. Kriegen die anderen ja bald wieder. Ne, wir haben nichts Neues bekommen. Oh ja, komm, erst los. Zack, vollgefressen. Fast. Hier, das kannst du haben. Ich möchte nur mein Essen schnell loswerden. Guck halt kurz, wer was mag. Du hast das noch nicht probiert. Oh, es gefällt dir aber. Perfekt, dann kriegst du jetzt den Rest. Perfekt. Hier, magst du das? Ja, theoretisch schon. Das mag niemand. Nur ich und Jesus hat noch gar nichts gegessen, ne? Hier! Geburtstagskuchen! Was? Den mag er nicht? Dann kriegst du jetzt gar nichts mehr zu essen. Dann nicht. Ich kaufe dir einen Geburtstagskuchen und der gefällt dir nicht? Sag doch zumindest Danke dafür. Kannst du den nicht jeden Tag leisten? Okay, was ist das hier? Fertig oder was? Bisschen lame, wenn ja. Ja, aber ist halt so. Inzwischen. Ja, gehen wir weiter. Okay, dann schwimmen wir jetzt die anderen. Wow, Young Mike ist wieder glücklich. Keine Ahnung. Yay. Oh, okay. Du möchtest Zimmer wechseln. Das war ein bisschen risky, aber. Können wir machen. Zack. Seid ihr schon beste Freunde? Jetzt mal sehen, wie weit wir sind. Weiß es gerade nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, dann ist es eigentlich ziemlich egal, weil beide müssen noch. Na komm, können wir ein bisschen futtern schnell. Du hast noch nicht probiert. Und du auch noch nicht. So, was habe ich hier noch? Das habt ihr auch noch nicht probiert. Ihr seht vielleicht, dass ich mich versuche, das schnell zu machen mit dem Essen. Weil ich möchte mich natürlich auch nicht drauf aufhalten, allen jetzt Essen zu geben. Du magst das. Dann gebe ich dir das. Gebe ich dir sogar noch eins. Zack, zack. Okay. Bist satt, oder? Nee, kannst du noch essen. Aber schmeckt dir nicht. Du bist auch schon satt. Hier, Denny. Unglaublich. Nice. So, können wir ein bisschen Setups bekommen und ein bisschen. Ja, alles andere. Oh Gott, Level 2 nur da. Uff. Leute, wir müssen leveln. Nicht nur von der Stärke, sondern auch freundschaftlich ganz viel. Was ist bitte für eine winzige Höhle, dass wir nur 2 Level sind und dann bist du schon komplett durch mit der Höhle. Das ist da oben durch das Finale wahrscheinlich. Oh.
Ich hätte meine Klappe halten sollen. Jetzt habe ich den Salat, wie man schön auf Deutsch sagt. Oh ne, bitte schrei doch jetzt nicht. Nein, nein, nein. Gut. Muss nicht sein. Ist unnötig. Oh nein. Ah. Nee, die machen das doch extra. Die machen das extra. Bam. Ach stimmt, ich kann jetzt gar nichts machen. Wir gucken jetzt nur zu. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, ich kann ja nur Mike steuern. Ah, bam. Okay, zumindest haben sie sich nicht gestritten. Hätte schief gehen können. Das wird eine riesige Höhle. Riesig, riesig wird sie. Warum ist Danny eigentlich nicht auf dem ersten Platz? Warum ist das Freddy? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber egal. Dann ist das halt so. Ja, die Gegner sind sehr, sehr schwach. Wenn wir bei dem einen eine Bonusklasse, eine, weiß nicht, freischaltbare Klasse halt bekommen haben, gibt es da noch zwei weitere oder so? Also so drei freischaltbare? Man hat ja immer drei Klassen bekommen nach jedem Gebiet. Vielleicht gibt es drei Bonus? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Aber will ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass das gibt. Vielleicht ist das auch das Einzige. Aber wir brauchen auf jeden Fall jetzt die Juwelen. Wir haben, soweit ich weiß, nur eins. Außer ich habe irgendeins vergessen. Aber ich meine, wir haben nur eins. Und das ist halt ein großes Problem, so. Wenn wir nur eins haben. Ist mit sie geil. Ihr könnt das einfach hier essen, damit das schon mal weg ist. Wir haben so viel Essen. Ist mir auch egal, was da hochgepusht wird und was nicht. Wird es halt hochgepusht, auch wenn sie es nicht braucht. Ist mir so egal. Einfach weg mit dem Zeug. Einfach weg. Hier, trink alles aus. Alle Tränen austrinken. Damit wir die nicht mehr haben. So, perfekt. Du magst die sehr. Komm, ess die Bratpizza auf, Danny. So, du bist satt. Ja, dann darf Mike das haben. So. Och, die mag ja keiner. Die kennt noch keiner. Hier, du kennst das jetzt. Möchtest aber nicht kennen, okay. Ach komm, reicht. Ja, Leute, dann werde ich jetzt auf Screen das Level ein paar Mal machen. Oder warte, vielleicht hole ich auch erstmal meine Kumpels da oben ab. Das ist, glaube ich, klüger. Ja. Holen wir kurz unsere Kumpels ab. Yay! Wir tanzen alle rum. Juhu! Jetzt können wir nochmal essen. Yay! Oh, Notfall. Oh, Notfall. Oh, Notfall. Bunny, die Arme. Der geht nicht so gut. Ach, Miku passt schon auf. Ja, und dann werde ich jetzt euch noch ein paar Szenen aus dem Level zeigen. Irgendwas Wichtiges. Level-Ups und Truhen. Und dann war's mit diesem Video. Nächste Folge werden wir dann die Quest hier abschließen und die letzte Quest machen. Hoffentlich ist es die letzte. Hoffentlich kommt da nicht noch mehr. Und wir müssen irgendwie 20 weitere machen, damit wir überhaupt die Juwelen bekommen. Und dann bin ich ein bisschen genervt, wenn das der Fall sein sollte. Ach komm, keine Lust. Komm, wir machen weiter. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Und hier ist der Rest. Oh, cool. Bunny fühlt sich früher besser. Okay, das kann auch passieren anscheinend. Finally, Level 25 für Mike. Oh, cool. Das muss ich auf jeden Fall noch zeigen. Ich gebe ein Geschenk an Maike. Und zwar modernes Gemälde. Boah, das hätte er nur nicht tun müssen. Wow.